Sommerflieder schneiden. Wann und wie? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und wenn euch das interessiert, bleibt unbedingt dran, denn nach einem kurzen Intro legen wir bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Heute geht es um den Sommerflieder. Und wenn ihr gerne Gartenvideos schaut, dann lasst unbedingt ein Abo da. Das Abo ist kostenlos und ja, ihr erfahrt immer wieder, was ihr im Garten machen könnt, ob das mit Gemüseanbau zu tun hat oder mit dem Rückschnitt von Pflanzen. Fangen wir an. Ein Sommerflieder sollte man unbedingt im Frühjahr zurückschneiden. Ihr könnt das auch im Herbst machen, nur dann ist die Gefahr oft da, dass wenn der Frost kommt, dass euch die komplette Pflanze kaputt geht und abstirbt. Von daher macht das im Frühjahr, Ende Februar, Anfang März, wenn die Sonne rauskommt, wenn der gröbste Winter, die kälteste Zeit vorbei ist, dann fangt an, euren Sommerflieder zu schneiden. Denn umso mehr ihr ihn schneidet, umso besser wird auch wieder die Blüte in diesem Jahr. Wenn ihr ihn schneidet, könnt ihr auch gleich die Tothölzer rausschneiden. Und ja, wie das jetzt geht, das zeige ich euch in diesem Video. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, sind jetzt Tothölzer, die können wir komplett gleich mal wegnehmen. Der hat jetzt noch nicht so viel Tothölzer, da er erst seit einem Jahr steht. Und der Sommerflieder blüht auch an den frischen Ästen, an den frischen Trieben immer am meisten. Von daher könnt ihr die alten Triebe, die alten Äste ruhig rausschneiden. Das wird eurem Flieder gut tun. Und ja, er wird es euch danken und wird noch kräftiger blühen als im Vorjahr. Und der Sommerflieder wird hier auch Schmetterlingsstrauch genannt, denn wenn er richtig anfängt zu blühen, das ist dann im Juli, August bis in den September hinein, dann habt ihr jede Menge Hummeln und Schmetterlinge auf diesem Flieder sitzen, die sich mit ihrer langen Zunge den Nektar aus den Blüten raussaugen. Ihr könnt das zum Beispiel in diesem Bild jetzt sehen, wie die Hummel auf dem Schmetterlingsflieder oder auf dem Schmetterlingsstrauch sitzt. Ja, aber beginnen wir jetzt mal zu schneiden. Ich zeige euch das. Geht hier in die Mitte zum Beispiel rein, schneidet hier ab, zack, das kann raus. Dann habt ihr hier oben dieses Stück, schneidet ihr hier ab. Ihr könnt ihn natürlich hier auch an der Seite, wo er ja nach vorne austreibt, könnt ihr ihn kürzen. Lasst diesen nicht so sehr in die Breite wachsen, sondern mehr in die Höhe. Ihr könnt ja sehen, er fängt hier zum Beispiel schon an zu blühen oder ja neue Triebe zu bringen. Über diesen Trieben könnt ihr jetzt auch abschneiden, wenn er euch schon zu hoch gewachsen ist. In diesem Fall ist das noch nicht der Fall, aber wäre er jetzt schon 2 oder 3 Meter hoch, könntet ihr direkt hier über den Trieb abschneiden oder hier zum Beispiel abschneiden. Schneidet immer so, ja, 1 Zentimeter, 1,5 bis 2 Zentimeter über der Gabelung oder über einem neuen Trieb ab. Achtet darauf, dass ihr ja die holzigen Äste vor allem rausnimmt, denn die holzigen Äste tragen am wenigsten die Blüten. Und ja, dieser blüht ja dreifarbig. Es gibt die Schmetterlingssträucher in vielen verschiedenen Farben. Dieser ist dreifarbig. Dann gibt es diese Flower Power, dann gibt es weiße. Also die gibt es in allen möglichen Farben. Ich verlinke euch auch mal mehrere Schmetterlingsbäume, Schmetterlingssträucher unten in der Infobox und in den Kommentaren. Da könnt ihr mal reinschauen, könnt euch auch sowas kaufen oder euch zumindest informieren. Und so kann das dann aussehen, ungefähr, wenn ihr damit fertig seid. Und ihr werdet sehen, ihr werdet wieder eine herrliche Blütenpracht in diesem Jahr an eurem Schmetterlingsstrauch, an eurem Sommerflieder haben.
Und jetzt bleibt noch dran, denn im Anschluss zeige ich euch noch weitere Videos, wie ihr weitere Pflanzen verschneidet. Ansonsten lasst ein Like da, abonniert den kostenlosen Kanal, drückt die Abo-Glocke und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin oder zerschneide deinen Schmetterlingsstrauch und schau dir weitere Videos von mir an. Bis bald.